is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die Menschen, die Gott aufrichtig lieben, werden die von ihm geschenkten Talente so einsetzen wollen, dass sie für andere zum Segen werden. Und dann werden die Tore des Himmels weit aufgetan werden, um sie einzulassen. Von den Lippen des Königs der Herrlichkeit wird das Segenswort an ihr Ohr dringen, wie die schönste Musik. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. So werden die Erlösten in den Wohnungen willkommen geheißen, die Jesus für sie vorbereitet. Sie werden nicht gemeine Menschen von der Erde ihre Gefährten sein, sondern Menschen, die durch göttliche Hilfe vollkommene Charaktere entwickelt haben. Jede Neigung zur Sünde, jede Unvollkommenheit ist durch das Blut Christi entfernt worden. Und die Vorzüglichkeit und Helligkeit seiner Herrlichkeit, viel heller als die Sonne, wenn sie im Zenit steht, wird ihnen verliehen. Und die sittliche Schönheit, die Vollkommenheit seines Charakters, leuchtet aus ihnen heraus und übertrifft alle diese äußere Pracht weitaus an Wert. Sie stehen vor dem großen weißen Thron untadelig da und teilen mit den Engeln Würde und Vorrechte. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Was kann der Mensch im Blick auf das herrliche Erbe, das ihm gehören kann, geben, womit er seine Seele auslöste? Vielleicht ist er arm, doch besitzt er in sich selbst ein Reichtum und eine Würde, wie sie die Welt niemals liefern könnte. Eine Seele, die von der Sünde erlöst und gereinigt ist und all ihre edlen Kräfte dem Dienst Gottes geweiht hat, ist ein Wert nicht zu übertreffen. In diesem Heim der Glückseligen für immer zu wohnen, in Seele, Leib und Geist nicht mehr die dunklen Spuren der Sünde und des Fluches, sondern das vollkommene Ebenbild unseres Schöpfers zu tragen. Und während endlose Zeitalter an Weisheit, Erkenntnis und Heiligkeit zuzunehmen, immer neue Bereiche des Denkens zu erforschen, immer neue Wunder und neue Herrlichkeiten zu entdecken, in der Fähigkeit zu erkennen, zu genießen und zu lieben, ständig zu wachsen. Und zu wissen, dass bei uns noch mehr Freude und Liebe und unendliche Weisheit liegt. Das ist der Gegenstand der Hoffnung des Christen. The Lord is coming. Are you ready?